Bei der ersten urkundlichen Nennung unserer Pfarre im Jahr 1244 wird die Pfarre genannt als zur Mutterpfarre Groß St. Florian gehörend und zum Bistum Lavant. In dieser Urkunde wird sie als Eigenkirche zum Schloss Limberg gehörend bezeichnet, Capella Sancti Petri Juxter Lindenberg. Die alte Fischer-, Schlösser- und Kirchenkarte aus dem Jahr 1678 zeigt sehr deutlich, dass hier Kirche mit dem Turm noch ein einziges Gebäude war, das also die jetzige Form, die wir vorfinden, den freistehenden Campanile und die extra entfernte Kirche, erklärbar ist durch den Dorfbrand 1645, wobei eben der Turm noch gut erhalten war und wieder ausgestaltet wurde und neben der Notkirche dann die neue Kirche erbaut wurde, die im Jahr 1699 im Rohbau fertig wurde und auch eingeweiht wurde. Grüß Gott, wir sind in St. Peter im Sulmtal. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Franz Egartner und ich bin hier in dieser Pfarre seit etwa 20 Jahren schon Pfarrer. Und darf hier in diesem Ort, in dieser Gemeinde, die den Namen des heiligen Petrus trägt, die Seelsorge für ungefähr 2000 Menschen in unserer Pfarre besorgen. Wir sind jetzt beim Eingang unseres Ortes, stehen vor der Petrussäule, Dues Petrus. Diese Säule steht in einem kleinen Petruspark, denn unser Ort hat eine lange Tradition der Blumenpflege und hat viele Auszeichnungen sogar erhalten und sogar im Jahr 2000 beim europäischen Blumenschmuckwettbewerb die zweite Stelle errungen. Wir stehen da jetzt vor der 12. Station des Kreuzwegs. Jesus stirbt am Kreuz und sehen, dass Maria ja den ganzen Kreuzweg Jesu mitgeht. Wir schauen jetzt, wie die heilige Bernadette die Hände schön gefaltet hat und zur Mutter Gottes hinaufschaut und den Rosenkranz betet. So, Kinder, jetzt sind wir eigentlich im Zentrum der Pfarre angelangt, am Hauptplatz, unserem kleinen Petersplatz. Besonderheit ist vielleicht, dass bei uns der Turm extra steht, sogenannter Campanile. Und der Hahn ist auch auf unserem Kirchturm ganz oben. In der Glockenstube beherbergt er 5 Glocken, wobei die große, die sogenannte 12-Uhr-Glocke, rund 500 Kilo wiegt und über 300 Jahre alt ist. Sie stammt aus dem Jahr 1685. Zum 300-Jahr-Jubiläum unserer Kirche haben wir diesen Petrusbrunnen bekommen. Manche nennen ihn auch Dreifaltigkeitsbrunnen, weil er 3 Quellen hat. Dass dieser Turm, er ist 32 Meter hoch, 24 Meter von der Kirche entfernt, der Rest der früheren Kirche ist. Man ist früher durch den Kirchturm in die Kirche hereingegangen. Und im Jahr 1645 ist ja alles abgebrannt und da hat man 50 Jahre gebraucht, um daneben die neue Kirche zu bauen. Da sehen wir, wenn Sie euch umschaut, noch zur Erinnerungstafel an das 57-Jahr-Jubiläum mit seiner Eminenz Kurienkardinal Alfons Maria Stickler, der aus Rom gekommen ist im Juni 94, um mit uns das 57-Jahr-Jubiläum zu feiern. Und oben drüber haben wir wieder die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk. Johannes Nepomuk, den Brückenheiligen, den wir auch in der Kirche haben. Wir stehen jetzt vor unserer Pfarrkirche, eine sehr schlichte Fassade. 3 Heilige, den heiligen Florian, der Heilige des Jesuitenordens, Franz Xaver, ein spanischer Jesuit. Und rechts ist dann der heilige Augustinus mit dem brennenden Herzen. Jetzt gehen wir zu unserem Kirchtor. Unsere Pfarre ist ja schon 750 Jahre alt, sogar ein bisschen mehr. 1244 ist sie erstmals genannt worden. Aber die Kirche ist nicht ganz so alt. Ein gewisser Pfarrer, Wolfgangus Karl, verewigt, der schreibt, dass er zu Ehren des heiligen Leonhard hier eine Kapelle begründet und ausgeführt hat im Jahr 1669. Aber dann haben wir noch ein wichtigeres Datum. Das ist jetzt da drüben dieser andere Gedenkstein. Hier liegt der wohlehrwürdige in Gott geistliche Thomas Pressel, gewester Pfarrer zu St. Peter, ein absonderlicher Wohltäter. Aber das noch Wichtigere für die Ausstattung unserer Kirche ist eine Grafschaft Kühnburg und da sehen wir 2 Wappen an der Orgelbrüstung und da oben über dieser Seitenkapelle. Unsere Kirche ist eben eine spätbarocke Kirche. Das Wichtigste, das Herz sozusagen jeder Kirche, ist der Hochaltar und vor allem der Tabernakel. Da leuchtet immer ein Licht, ein Tabernakel, darüber den Aussetzungsthron und ganz oben als Aufsatz
die Verherrlichung des Altarsakramentes, der Kelch, die Hostie, deiner Sonne und die Anbetungsengel. Und die Tabernakeltür zeigt unten den Pelikan und drüber das Kreuz. Und darüber, das nennt man den Aussetzungsthron. Und auf diesem Bild sehen wir den auferstandenen Jesus, der bei den Emmaus-Jüngern einkehrt. Dieser Aussetzungsthron wird geöffnet, wenn besondere Andachten sind, Anbetungstag, Leichnamsprozession oder immer wenn eucharistische Prozessionen sind. Die Monstranz ist auch schon über 52 Jahre alt, ein schönes, kostbares Stück und zeigt ganz oben Gott Vater. Dann links ist Petrus mit dem Buch in der Hand und rechts der heilige Leonhard. Ganz oben sieht man in einer Kartusche eine Inschrift, die heißt zu Ehren des göttlichen, des heiligen Apostelfürsten, des Beschützers dieser Kirche. Und dort ist auch die Jahreszahl drinnen versteckt. Die Jahreszahl ist 1784. Also an diesen beiden Attributen erkennt man immer den Petrus. Das sind die Schlüssel und das Petruskreuz und manchmal auch noch der Hahn, der eben erinnert auch an seine Verleugnung. Und darüber seht ihr diese dreifache Krone. Die heißt Tiara. In Rom gibt es überall noch auf vielen Denkmälern und Kirchen dieses Symbol, das die dreifache Vollmacht des Papstes ausdrückt. Links im Bild sehen wir nochmals eine Petrusfahne, die bei besonderen Anlässen mitgetragen wird. Heiliger Peter, bitt für uns. Jede Kirche, wenn sie geweiht wird, wird ja auch an 12 Stellen gesalbt. Das sind die 12 Apostelkreuze. Die markieren eben die 12 Apostel als die Säulen der Kirche. Und ganz eine besondere Säule ist der Petrus vor diesem Apostelkreuz. In dieser Petrus-Ikone haben wir dann auch in 7 kleinen Bildern die wichtigsten Stationen seines Lebens. Der linke Seitenaltar ist der sogenannte Maria-Verkündigungsaltar. Das schöne Bild, das eine gewisse Malerin Rosina Theresia Segmiller im Jahr 1717 gemalt hat, zeigt der Erzengel Gabriel, der zu Maria kommt, Bild des heiligen Sebastian. Das ist ein früher Märtyrer, der im 3. Jahrhundert, 288 in Rom, als Märtyrer gestorben ist. Und dann haben wir da in diesem Glasschrein, das ist eine Schnitzfigur, wieder eines Heiligen, der zur damaligen Zeit sehr verehrt wurde, das ist der heilige Johann von Nepomuk. Johann von Nepomuk hat im 14. Jahrhundert gelebt. Der rechte Seitenaltar heißt Leonhard-Altar, nach dem Altarbild. Das Bild stammt von Franz Michael Strauß, 1718, ein Maler aus Windischgrätz. Der heilige Leonhard war ein Abt und ist so um 559 gestorben. Links, den kennen wir ja wohl, den heiligen Florian, der Schutzpatron gegen Feuer- und Wassergefahr. Das ist übrigens, wie wir wissen, der erste österreichische Märtyrer und das Jahr 304 gestorben. Das Oberbild zeigt uns den Dominikanerheiligen Petrus der Märtyrer, der im 13. Jahrhundert gestorben ist, dem Dominikanerordensgewand. Er wurde enthauptet, man sieht oben das Schwert im Haupt und er wird angerufen gegen Kopfleiden. Aber das Wichtigste bei diesem Altar ist wahrscheinlich hier in dem Glasschrein zu sehen. Das Schild sagt, wer das ist, der Märtyrer Placidi. Wird das so geschrieben, der Märtyrer Placidus. Und es ist ganz erstaunlich, dass bei uns in unserer Kirche hier so eine große Reliquie direkt aus Rom hierher gebracht wurde. Das Skelett ist sicher echt, das sieht man ja. Auf jeden Fall kommt eine wichtige Reliquie aus dem Friedhof Santa Agnese in Rom. Da gibt es dann auf diesem Glasschrein hinten auch eine Bestätigung, ein Siegel drauf, dass also diese Reliquie im Jahr 1778 aus Rom hierher übertragen wurde. Und das verdanken wir sicher auch dieser Grafschaft Kühnburg, die eben auch Verbindung hatte zum Erzbischof nach Salzburg und bis nach Rom. Ein besonderer Freund unserer Pfarre war seine Eminenz Kurienkardinal Alfons Maria Kardinal Stickler. Er ist der einzige österreichische Kurienkardinal, ein großer Freund unserer Pfarre, der unsere Pfarre zu 3 Jubiläen besucht hat, damit alle die Kirche die Predigt gut hören. Deshalb hat sie oben so einen Schalldeckel
und ist immer sehr kunstvoll ausgestaltet. Heutzutage braucht man es ja nicht mehr, weil wir Mikrofon- und Lautsprecheranlage haben. Und die Kanzel ist eine sehr schön gestaltet. Es sind drei Frauengestalten, die die drei göttlichen Tugenden darstellen. Ganz am Schalldeckel oben sind noch zwei Engel. Der linke Engel zeigt uns die 10 Gebote, die 2 Tafeln, und zeigt auf das dritte Gebot hin. Das soll den Tag des Herrn heiligen, als ein Hinweis auf die Sonntagspflicht. Und der andere Engel, dort steht das Wort Jesu in dem Buch, der zeigt auch hin, gebt zwar dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gibt Gott, was Gott gehört. Also der Christ soll zwar auch seine Pflichten erfüllen, die er als Staatsbürger hat, und dem Kaiser geben, aber zuerst auch der Kaiser muss Gott dienen, und zuerst muss man Gott geben, was Gott gebührt. Unser Vortragekreuz ist eine etwas modernere Darstellung des Gekreuzigten. Das Besondere daran ist, dass also die aus der Seitenwunde Jesu, aus dem Herzen ein Gnadenstrom fließt auf unserem Altar, im Volksaltar. Es soll immer auch ein Kreuz stehen, das wünscht der Papst, als Hinweis, dass in jeder heiligen Messe das Kreuzesopfer Jesu Christi gegenwärtig wird und erneuert wird. Und unser Altarkreuz vom Bildhauer Erwin Huber zeigt die Durchbohrung des Herzens Jesu, die Seitenwunde, ganz deutlich und erinnert an das Wort Jesus: Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Wir stehen da in unserer Seitenkapelle vor einem übermächtig großen Altar, sehr großzügig angelegt für die kleine Kapelle, eigentlich viel zu groß. Ich weiß nicht, wo er genau herkommt. Es könnte sein, dass es der frühere Hauptaltar war oder auch, dass er von einer anderen Kirche hergekommen ist. Eigentlich die göttliche und die menschliche Familie Jesu und dann auch, dass er aus dem Volk Israel, Volk der Juden kommt und wir eben auch zum auserwählten Gottesvolk gehören. Die Taube, der Heilige Geist, die darüber schwebt, und unter dem Baldachin eine sehr schöne Figurengruppe, die heißt der Heilige Wandel. Diese Gruppe stammt von Jakob Beyer, so etwa das Jahr 1780. Jede Kirche hat, auch vor allem eine Pfarrkirche, einen Taufbrunnen, nennen wir das, oder den Taufstein. Das ist ein ganz wichtiger Ort, weil durch die Taufe der Mensch von der Erbsünde gereinigt wird, das Leben der Gnade zu fließen beginnt. Und das ist vielleicht noch ein alter Taufstein von der früheren Kirche, das wissen wir nicht genau. Und wir haben im Jahr 2000, im Jubeljahr, dann hat uns wieder der Bildhauer Huber diese Bronzeschale gestaltet. Wir haben auch Herzen dargestellt, unsere Kirche, bei den Fenstern, und zwar immer das Herz Jesu und das Herz Mariens. Maria hat immer Rosen um das Herz und Jesus eben die Dornenkrone und manchmal auch die Seitenwunde. Die Kapelle ist reich ausgeschmückt mit Bandelwerkstuck, und da war wohl einmal ein Eingang zur Kirche, und darüber sehen wir noch eine Sekko-Malerei. Auf dieser Seite sehen wir dann zwei Darstellungen der Schmerzensmutter Maria. Das Ölbild von Christine Kühberger zeigt uns den Petrus, den Pfarrpatron. Diese Mariendarstellung ist eigentlich eine Verbindung der Madonna von Lourdes, so wie sie sich dort gezeigt hat, als die unbefleckte Empfängnis, aber auch mit den 12 Sternen gekränzt, so wie sie in der geheimen Offenbarung beschrieben wird. Einen schönen Barockkelch aus dem Jahr 1723, der schöne Emailarbeiten zeigt. Es sind vor allem Szenen aus der Passion. Also wir denken daran, dass also auch in Rom die berühmte Pietà des Michelangelo von vielen bewundert wird. Das war ein wichtiges Motiv früher des gläubigen Volkes, dass man also auch einfach Trost gefunden hat in diesem Gedanken. Erstens, dass Jesus für uns gelitten hat und gestorben ist, und dass Maria, die Mutter Jesu, auch an diesem Erlösungswerk mitgewirkt hat. Der heilige Josef hat hier einen eigenen Platz noch, er ist ja auch vorne in der Seitenkapelle dargestellt, aber eben hier nochmals in dieser Nische, denn er ist natürlich ganz wichtig. Er ist erstens der Beschützer der heiligen Familie, der Jungfrau Maria, der Nährvater Jesu, und er ist ja auch der Schutzpatron der Kirche und der Arbeiter und der Familien und sogar unser Landespatron und ein Patron um eine glückselige Sterbestunde. Über ihm sehen wir jetzt das Rosenkranzbild. Ganz oben die Inschrift Maria, der Name ist Maria, der Name kommt vielleicht von Stella Maris, Maria, der Meeresstern, die also Orientierung gibt den Seeleuten in der Nacht und in der Dunkelheit. So ist also Maria der Leitstern, der uns durch unser Leben führt.
rundherum in den Rosen die 15 Geheimnisse der drei Rosenkränze. Dort unten bei der Weltkugel ist wirklich ein Hund und er hat eine Fackel in der Hand. Die Mutter des heiligen Dominikus hatte bevor der Geburt des Kindes einen Traum, dass ein Hund, eigentlich sollte er schwarz-weiß gekleidet sein, also ein schwarz-weißes Fell haben, mit einer Fackel die ganze Welt erleuchtet. Liebe Kinder, wir sind jetzt am Ende unseres Rundgangs angelangt.